Moin zusammen! Verliert ihr auch manchmal komplett den Überblick, wenn es um die ganzen Textsorten in Englisch geht? Habe ich mir schon fast gedacht. Deswegen schauen wir uns ab jetzt die wichtigsten Textsorten mal genauer an. Heute die Discussion. Die Written Discussion oder Argumentation bezieht sich im Normalfall auf eine These, bei der ihr dann die Nachteile und Vorteile erläutern müsst. Der Schlüssel zu einer guten Argumentation liegt in der Vorbereitung. Im ersten Schritt sammelt ihr zuerst alle Argumente, die euch zu dem Thema einfallen. Falls ihr mit einem Text arbeitet, sucht ihr die halt einfach aus dem Text raus. Die schreibt ihr dann brainstorming-mäßig in einem Konzeptblatt auf, am besten direkt in einer Pro- und Kontratabelle. Ob ihr das auf Deutsch oder Englisch macht, ist eigentlich erstmal schnurzpiep egal. Das Wichtigste ist erstmal, die Inhalte zu finden. Sagen wir mal, die Aufgabe heißt Discuss the advantages and disadvantages of lowering the voting age to 16. Das heißt, wir schreiben jetzt die Vor- und Nachteile, die uns zum Wahlrecht mit 16 einfallen, im Pro- und Kontraschema auf, bis wir etwa drei brauchbare Argumente auf jeder Seite haben. Der Einfachheit halber nehmen wir mal nur jeweils zwei Argumente. Normalerweise ist es aber top, wenn man drei Argumente auf jeder Seite hat. Als nächstes gilt festzuhalten, welche Seite ihr vertretet und welche Argumente die stärksten und schwächsten sind. Dann habt ihr nämlich eine Reihenfolge für den Text. Hier gibt es wieder haufenweise Methoden, nach denen man die Argumente sortieren kann. Die einfachste und zuverlässigste ist aber wahrscheinlich die Sanduhrmethode. Bei der Sanduhrmethode beginnt ihr mit dem stärksten Argument von der Seite, die ihr nicht vertretet, und werdet immer schwächer. Danach macht ihr weiter mit dem schwächsten Argument von der Seite, die ihr vertretet, und arbeitet euch zum stärksten hoch. Das heißt, wenn der Leser fertig ist, hat er die andere Seite schon vergessen und hat nur noch euer überkrankes Mega-Argument im Kopf, weil das ja als letztes kam. Geil! Nach dem Muster bewerten wir also jetzt unsere eigenen Argumente und nummerieren sie durch, wie sie in der Sanduhr stehen würden. Das Stärkste der anderen Seite kriegt also die 1 und so weiter. Falls wir also hier auf der Pro-Seite sind, könnte die Nummerierung so aussehen. Falls euch das Nummerieren noch nicht so leicht fällt, dann malt einfach mal die Sanduhr dazu und tragt die Argumente da ein. Vielleicht denkt ihr ja, dass das eine halbe Ewigkeit dauert. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Denn jetzt haben wir den kompletten Bauplan für den Text und müssen das Ganze nur noch ausformulieren. Die allgemeine Struktur von den meisten Texten sollte euch wahrscheinlich schon bekannt sein. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Aber gehen wir die in Bezug auf die Discussion nochmal durch. In der Einleitung führt ihr den Leser in die Thematik ein. Das heißt, ihr solltet sehr kurz erklären, worum es sich handelt, aber trotzdem einen interessanten Einstieg haben, der den Leser am Ball behält. Das kann ein Verweis auf eine Studie, Aktualitätsbezug oder sonst irgendwas sein, wo man nicht sofort abschaltet. Als Überleitung zum Hauptteil bietet sich eine Frage oder die These immer ganz gut an. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt pausieren, um die kurze Beispieleinleitung mal durchzulesen. Danach kommt der Hauptteil, für den ihr eure Argumente ja vorhin schon zurechtgelegt habt. Aber Achtung, verwendet unbedingt Beispiele für die Argumente. Außerdem solltet ihr die Argumente mit sogenannten Linking Words einleiten und verknüpfen. Also firstly, secondly, furthermore und so weiter. Wenn ihr einmal eine Handvoll Linking Words gelernt habt und euch an den Gebrauch gewöhnt habt, bleiben die ganz automatisch in eurem Schreibstil. Wenn ihr dann alle Argumente durchgekaut habt, fehlt nur noch der Schluss. Im Schluss fasst ihr im Grunde alle Argumente nochmal ganz kurz zusammen. Außerdem könnt ihr hier nochmal ganz klipp und klar eure eigene Meinung zum Thema äußern. Für einen Beispielschluss könnt ihr hier nochmal auf Pause drücken. Und das war's dann auch schon. Also nochmal zusammengefasst. Zuerst sammelt ihr alle Pro- und Kontra-Argumente, die euch einfallen. Danach entscheidet ihr euch, wie stark sie sind und ordnet sie ins Sanduhrmodell ein. Das verschriftlicht ihr dann mit einer packenden Einleitung, einem Hauptteil mit einem Haufen Linking Words und einem überzeugenden Schluss. Hi, was geht ab? Hier ist Alex von Simple Club. Wenn du bald dein Abi schreibst, dann musst du unbedingt unsere fertigen Abi-Lernpläne in der App abchecken. Dort haben wir dir für jedes einzelne Fach fertige Lernpläne erstellt und wir trainieren dich mit Aufgaben auf Abiturniveau. Am Ende sagen wir dir sogar, wie gut du vorbereitet bist, sodass du sicher ins Abi gehen kannst. Also klick jetzt hier auf den Link und hol dir die App. Bis gleich.